Okay, das ist ein ganz wilder Spot, kann ich jetzt nach wenigen Minuten schon sagen. Denn das liefert hier auf eine ganz simple Art und Weise bisher echt gute, dicke, fette Brocken mit wenig Aufwand, wenig kompliziertes Setup und bisher komplett ohne Futtermische. Jetzt ist gerade erstmal Pause. Das erste Mal nach, guckt's euch an, 8 Minuten. Und in diesen 8 Minuten ballert hier als erstes rein, zack, der Aaland, der Marmorkarpfen und der Schuppenkarpfen in Folge. In wenigen Minuten hier jetzt gerade so viel Action. Also, was hatten wir gerade gesehen? Hier ist gerade 9 Minuten, 8 Fische in 8 Minuten quasi und es geht gerade wieder los. Ganz, ganz wilder Scheiß. Und das an einem Gewässer, naja, wo man halt sonst ungern rumrennt. An der Sura, Alden. An der Sura, du kannst es dir nicht ausdenken. Der Bibo-Fischer hatte mich vor 2 Tagen schon angeschrieben, hat gesagt, Alden, probier doch mal anders wilder Scheiß. So, hat er gemacht, habe ich heute geschrieben, Alden, okay, ich teste mal. Und, er hat jetzt nicht hingeschrieben, wie weit ich werfen soll. Und da habe ich gedacht, Alden, okay, Location habe ich ja schon. Wie weit ich werfen soll, weiß ich nicht. Also teste ich doch mal, nicht mal so in der Breite abgefächert, sondern einfach mal in der Tiefe abgefächert, Alden. Und das ist gar nicht so schlecht. Vorher natürlich hier einmal schön mit der Markerroute durchgejubelt. Warte mal, da wollte ich hin, genau. Also einmal schön durchgemarkert und dann habe ich gesehen, alles klar, wenn ich hier auf, ich hatte auf 35, 36 Meter, auf 35 Meter rauswerfe, habe ich da lehmigen Untergrund. Dann im Bereich von 25 Meter Sand und Kies. Und dann wieder hier im Bereich von 15 Meter lehmiger Untergrund. Also, was haben wir gemacht? Eine Route auf 35 Meter, die andere auf 25 Meter und die nächste auf 15 Meter. Und da haben wir jetzt quasi dieses Ergebnis rausbekommen. Also wirklich eine gute Frequenz. Und jetzt muss ich hier gerade mal eben 2 kleine Fische nachtragen, denn ich habe mir das gerade hier notiert. Nochmal ein kleiner Marmor, auch wenn es nur ein Lüder war. Und ein kleiner Aaland auf der dritten Route. Das heißt also, jede dieser Routen hat, beziehungsweise die mittlere, auf 25 Meter hat am meisten geliefert. Die mittlere hat 3 Marmor und ein Schuppi geliefert. Die vordere hier vorne, Marmor, Schuppi und Aaland auf 15 Meter. Und hinten auf 35 Meter, Aaland und 2 Marmor. Also, Aaland und 2 Marmor waren quasi direkt ganz weit draußen auf 35 Meter. Dann hier in der Mitte hat bisher am meisten geliefert im sandigen Bereich. Übrigens so zusammengebaut hier im sandigen Bereich. Das heißt, wir haben hier ein anderes Lettkorn, ein anderes Bleivorfach sozusagen drin, was so ein bisschen mehr auf sandig und ein bisschen grau ist. Ich könnte es sogar nochmal ändern, fällt mir ein. Hier ist ja Sand und Kies. Ich werfe es auch gleich nochmal eben rein. Übrigens, was ich auch getestet hatte, ich hatte auf der ersten Route hier, hatte ich als erstes einen 1-0er Haken, habe dann wieder rumgestellt auf 1er Haken, zack, direkt nochmal ein bisschen mehr Frequenz. Genau, das lassen wir so, wie es ist. Und hier machen wir das Litcore auf Sandfarben. Hier, Gravel, Brown, Gravel, 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 22er. Ich nehme das hier, das sieht doch ganz gut aus. Sand und Kies, 25 Meter ist das hier. Zack, liegen lassen. Ob die Fische das großartig interessiert? Bei den Fischen, ich weiß es nicht genau. Ich würde ja fast sagen, nee. Aber wenn es die doch interessiert und wenn es auch nur für 1% ist, haben wir doch jetzt diese 1% ausgeschlossen. Und vielleicht eine 1%ige bessere Chance, wie auch immer wie viel Prozent. Aber vielleicht eine leicht erhöhte Chance, wieder was zu fangen.
So, vom Gefühl her würde ich sagen, ist es jetzt gerade in den Abendstunden, beziehungsweise ja in den Nachtstunden, etwas weniger. Abendstunden war gerade echt gut. Ging ja sofort richtig gut los. Und jetzt hier gerade, wo die Nacht quasi mittendrin ist, wir haben jetzt hier 1, 2 Uhr, ging es dann, war auf einmal eher Flaute. Von daher würde ich sagen, ja, tagsüber bis abends ist da bestimmt mehr los. Aber nichtsdestotrotz bisher richtig gut. Ich bin echt überrascht. Und ja, wir gehen nochmal ein bisschen detaillierter auf das Setup ein. So sieht's halt aus. Für Karpfen dementsprechend natürlich ein dickes Set. Also ungefähr 30 Kilo Tragfähigkeit. Würde ich mich hier mit der Alpha hinstellen? Nee, grenzwertig. Wobei ja die Fische bisher noch nicht so groß sind. Ja, Alpha und mit der HSV. Ich denke, mit der HSV kann man sich hier schon mal hinstellen. Das sollte alles funktionieren. Denn wir sind ja hier relativ klein unterwegs mit einfach nur kleinem Maiskorn. Das ist der Hack. Ganz kleiner Partikel, kleiner Köder sozusagen, wo dann auch relativ viele Fische draufgehen in einer ganz guten Frequenz. Und dann hat man eben dazu diese Fische, die auch so eine richtig gute, ja, ich sag mal ein bisschen seltener vielleicht sind, so ein Marmorkarpfen oder sowas, die halt ganz gut Kohle bringen. Das ist einfach der Knackpunkt. Er hatte geschrieben, der Bibo-Fischer hatte geschrieben, Alden, auf Wildkarpfen und Aaland. Bei mir noch nicht ein Wildkarpfen, ist ja jetzt wie gesagt auch 2 Tage schon her. Aaland war da und Marmorkarpfen ist da. Von daher bin ich komplett zufrieden mit dem. Und ich werde das hier auch noch schön weiter testen. Denn so wie das hier gerade aussieht, ist das echt schon richtig gut. Wir haben es jetzt gerade 3 Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal so einen kurzen Break. Dann gucken wir, wie es aussieht, gleich so ab 4, 5 Uhr, also in den Morgenstunden. Und dann schauen wir natürlich nochmal in den Kescher rein, ob sich das Ganze auch gelohnt hat. Ja, quasi wie den Wecker gestellt. Es ist 5 Uhr oder jetzt kurz nach 5 und es fängt an zu zuppeln. Das ist doch schon krass, oder? Das ist doch schon krass. Und ich habe mir gerade noch gedacht, normalerweise müsstest du ja noch den Mais in Rot. Wir haben ja noch Kaviar-Geschmack oder Kaviar-Mais in Rot. Könnte man auch noch testen. Das wäre noch ein Ding. Und dann, das ist gerade für mich, also mit diesem Pop-up und nur dem Mais, es ist so ein bisschen BÄM. Ja, warum denn einfach, warum denn nicht? Warum denn einfach nicht? Denn, Sura war in der Vergangenheit, wo diese Gewässeruntergrundumstellung und so alles noch nicht war, war auch immer ein Gewässer, wo man sehr gut mit, komm mal ran hier. Alter, ein Wildkarpfen, kleiner. Wo man sehr gut mit Pellets zum Beispiel auch ran konnte. Kleine Pellets, gerne eben auch auf Sterlet und so. Also mit Krill ging das eigentlich immer schon ganz gut, zum Beispiel. Ja, und jetzt Kaviar, durchaus eine Option, ne? Warum nicht? Warum nicht? Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit, Krill zu kombinieren? Jetzt geht's ja schon los, ne? Krill? Ozeanischer Krill, Süßwassergrill? Genau, aus den Zeilen. Ich habe immer noch so viel rumliegen, ne? Süßwassergrill oder eben diese Pellets. Süßwassergrill und dann vielleicht mit Kaviar. Oh, da ist doch irgendwas dran, oder? Ja. Übrigens gerade der erste kleine Wildkarpfen in den Morgenstunden. Was haben wir jetzt hier? Oh, ganz winziger. Ganz winziger. Okay, wir machen mal hier die Kombination. Es gibt ja hier keine, beim Boilie gibt es ja kein, oder gibt es? Nee, ne? Doch, gibt es. Pop-up ozeanischer Krill. Ich baue hier mal um, und zwar auf Snowman Rig. Snowman Rig, sinkender Boilie Krill. Ich hätte gerne einen sinkenden Boilie, Süßwasser Krill 18, das schmeckt. Und dazu nehmen wir Pop-up Mais. So wie gerade. Also nochmal. Süßwassergrill 18,
Pop-up-Mais Kaviar in Gelb. Kaviar-Dip. Und das Ganze ballern wir wieder raus hier auf 25 Meter. Zack. Und es geht hier wieder los. Sehr schön. Knappe 15 Meter raus. Ich habe gerade noch nicht mal hier auf der 3 gerade genau in den Clip reingeballert. Das waren noch nicht mal mehr 15 Meter hier. Also sehr ufernah gehen hier auch die Dinger rein. Finde ich richtig gut. Guck mal hier. Oh, der hat sogar ein bisschen Gewicht, ey. Alter. Der hat sogar ein bisschen Gewicht. So ufernah, ey. Nix hier mit weit rauswerfen. Ja, und das ist eben auch der Punkt für all jene. Also nicht nur das, sondern eben auch, dass die... dass ich hier komplett ohne Futtermische stehe. Nix mit PVA, nix eine besondere Mische herstellen, die man vielleicht noch gar nicht kann. Einfach die Montage haben, einfach die Köder verwenden, reinballern, rausziehen die Brocken. Sensationell. Ich bin jetzt schon gespannt auf den Kescher. Alter, ich brauche noch nicht mal mehr zum Bernsteinsee. Das hier ist viel simpler und richtig gut gerade. Und wenn ich mir das noch vorstelle, schön... mit einer Futtermische, vielleicht sogar noch mehr gepimpt das Ganze. Da könnte noch richtig was gehen. Und hier, Snowman Rig. Erster Biss, erste Kombination zwischen Krill und Kaviar. Ehre, Alter. Das sind die... das sind die, die keiner haben will, Alter. Oh mein Gott, den schmeiß ich direkt wieder rein, ey. Der bringt Unglück im Kescher. Ah, aber den muss weiterwerfen. So. Zack, wieder raus. Knapp 25 Meter. Ja, also, so sieht's aus. Es zuppelt langsam wieder los. Es fängt an. Ich bin gespannt, ob hier jetzt in den Morgenstunden noch mehr Wildkarpfen reingehen. Oder, ja, vielleicht sogar noch richtig dicke Brocken auf diesem doch ja recht kleinen Setup. Wenn das Ganze geholfen hat, gern den Daumen da lassen für den Kanal und beziehungsweise fürs Video den Kanal abonnieren für mich. Ehre. Wir gucken natürlich gleich nochmal in den Kescher rein, weil wir wollen ja sehen, was dabei rumkommt. Und, ja, wenn wir das erledigt haben, würde ich sagen, sehen wir uns danach in einem der nächsten Videos wieder oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Ja, wild ist es und ich teste jetzt hier immer noch und probiere, mittlerweile habe ich hier schon Muschel durchprobiert, Lachs funktioniert übrigens auch ganz gut und Thunfisch habe ich jetzt gerade mal dran gemacht. Ich probiere hier noch ein ganzes Stückchen weiter. Hatte ich eigentlich schon gezeigt, wo ich hier stehe? Ich glaube nicht. Also gucken wir nochmal eben kurz auf die Map. Da ist es. Schön hier an der Seite, an diesem kleinen Schniepi hier. Genau. Perfekt. 81, 88. Es zuppelt hier schon direkt wieder los. Also sehen wir zu. Wir sehen uns jetzt am Fischmarkt. Ja, zuletzt habe ich dann komplett auf 15 Meter da weiter geangelt. Denn ich wollte so ein bisschen vor dieser Schilfkante angeln. Und 15 Meter war ziemlich genau der Bereich, wo man diesen Zwischenbereich hatte. Zwischen Clay, zwischen lehmigem Untergrund und diesem sandigen Untergrund. Und genau da wollte ich die Köder platzieren und hat auch gut funktioniert. Nach Preisen sortieren, ja, so ein schöner Wildkarpfen schmeckt natürlich auch immer mit 17 Silber, 15 Silber, 12, 13, 13 und so weiter. Insgesamt jetzt hier in dieser halben Stunde 120 Silber gemacht. Passt ganz gut. Es waren in den Morgenstunden einige kleine dabei. Und da muss man jetzt vielleicht noch so ein bisschen optimieren. Trotz allem dafür, dass hier nicht eine Futtermische drin war oder irgendwas in der Art, einfach nur blank auf dem Köder, schmeckt das Ganze. Aber nun bis zum nächsten Mal.